Tag habe ich denn hier? Das ist ein sehr schönes Schaukelpferd, würde ich behaupten. Das ist unser Jolly Popcorn. Der ist eigentlich weltberühmt, als er gilt immer, das kann ich mir natürlich nicht verkneifen zu sagen, als das schönste Schaukelpferd der Welt. Das ist mal ein Titel, den lässt man sich als Hersteller gerne auf der Zunge zergehen, oder? Ja. Wie kam es dazu, dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht? Ja, der wurde von unserer Firma entwickelt, von der Firma Helga Kräft entwickelt und hält sich seit etlichen Jahren an der Spitze, wird in alle Welt verkauft und ist aus reinem Buchenholz gefertigt. Handmade, wirklich handmade. Es besteht ja, wie ich sagte, aus hochwertigem Buchenholz. Und es ist nicht nur handmade, sondern handmade made in Germany. Diese Kombination gibt es ja besonders selten, oder? Nee, da achten wir auch sehr drauf, ja, dass es also in Deutschland produziert ist. Und das wird auch weltweit geschätzt. Deswegen haben wir natürlich auch einen sehr hohen Preis leider hier, aber der lässt sich nicht verändern und nicht verhindern. Es ist mit Qualität und Made in Germany muss dann auch irgendwann einen Preis haben. Das muss man einfach dann bezahlen, das lässt sich nicht ändern. Das heißt, man könnte sagen, hier ist alles Natur, alles Handmade und alles in Deutschland gefertigt. Genau. Man hat quasi von einem Öko-Elternpaar, sage ich mal, bis zu einem etwas wohlhabenderen Elternpaar, das seinem Kind einfach Qualität geben will oder bieten will, hat man hier alles abgedeckt, oder? Richtig. Es ist eigentlich kein Spielzeug mehr so an sich. Es wird weiter vererbt und gilt schon eigentlich als Möbelstück. Okay. Es steht auch später dann im Wohnzimmer rum. Der Jolly Popcorn kriegt einen eigenen Namen. Und also wir hören davon aus aller Welt ganz nette Nachrichten. Und es bringt einfach Spaß, damit zu arbeiten.